Herzlich willkommen bei der Berichterstattung. Das DFB-Pokalfinale Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Ich kann euch versprechen, es war spannend, es war episch und mit ein phänomenales Ende für Borussia Dortmund. Viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao. Bam! Wow! Fuck! Yes! Junge, Junge, Junge. Ich kann es noch nie in Worte fassen. War das eine epische Nacht in Berlin. Unfassbar. Und was zeigt es immer wieder? Du kannst zwar 60% das Spiel dominieren, wenn du aber keine ausschlagenden Fähigkeiten hast, Tore zu schießen, dann braucht man ja nicht wundern, wie sagt man es immer, wenn man nicht die Torchancen kreiert, dann macht der Gegner das für dich. Und Dortmund, Chapeau. Edin, Chapeau. Aus einer toten Mannschaft hast du einen Mannschaft mit Dortmunder Tugenden geholt. Die Jungs haben mit Leidenschaft, mit Biss, mit Ehrgeiz, als Team, alles, was man gebraucht hat, um ein Finale zu gewinnen, war gestern auf dem Platz. Es war alles da. An der Seitenlinie, der Ersatzspiele, egal wer da war, in Dortmunder Trikot, alle haben mitgefiebert. Es war so geil. Entschuldigung diese Worte, aber es war so fucking geil. Jaden, Erlin, aber für mich, nicht die zwei Doppeltorschützen, für mich gab es wirklich zwei Spiele, die ich herausheben möchte. Man of the Match, El Capitano, Marco Reus. Junge, 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 du bist wieder da, wo man dich gebraucht hat. Du holst die Bälle nach hinten, du verteilst die Bälle, du spielst über die Flügel, durch die Mitte, du grätschst von hinten. Es gab nichts, was es nicht gab. Du hast alles gebracht. Und dann unsere lebende Legende, LP26, Lukas, Luki, Pichu, genial. Deine Karriere in Dortmund zu beenden und das mit einem Pokal. Wie geil ist das denn? Und was finde ich es schöner? Es gibt nichts Schöneres, als erwachsene Menschen weinend in den Armen zu sehen. Ein Luki mit einem Edin, Arm in Arm geweint, die Tränen sind geflossen, von Freude, von Emotionen. Es war unfassbar schön. Und auch ein Chapeau an alle Fans in Dortmund, in Berlin, egal wo. Sie haben sich an die Regeln gehalten. Nicht auf der Straße, nicht dieses Dauerbelagern rund um das Stadion, in den... Alles haben wir uns dran gehalten. Wir haben zu Hause gefiebert auf der Couch. Das 4-1 sagt eigentlich nicht das, was das Spiel war. Chapeau an RB Leipzig. Ihr habt ein mega geiles Spiel gemacht. Aber leider Gottes, ihr seid leider nicht unsere Krankheit. Es tut mir leid, das zu sagen. Wir sind euch jetzt wieder überlegen gewesen. Es tut mir leid, Julian, dass du nach Bayern gehst ohne Pokal. Die Suppe haben wir der versalzen und das ist auch gut so, weil der Pokal gehört nicht nach München, der Pokal gehört nicht nach Leipzig, sondern der Pokal gehört im Pott in der Hauptstadt des Fußballs, Borussia Dortmund. Der Pott gehört im Tempel und ich bin stolz und wir alle sind stolz drauf, Teil von dieser schwarz-gelben Familie zu sein. Und jetzt, meine Lieben, kurz zum Abschluss, damit wir aus diesem Fieber wieder rauskommen. Heute, Jungs, regenerieren. Erholen, Kraft tanken und dann am Sonntag bitte, bitte, bitte macht so weiter, wie ihr es jetzt in der letzten Woche gemacht habt. Macht bitte so weiter. Knall die Mainzer Menschen vom Platz, holt die 3 Punkte und dann das allerletzte Spiel zu Hause gegen Leverkusen. Bitte versau euch jetzt nicht durch diese ganze Euphorie im Pokal, versau euch jetzt selber nicht das, was ihr erarbeitet habt, den Rückstand auf Frankfurt, auf Wolfsburg aufgeholt, überholt. Bitte, Jungs, konzentriert euch noch jetzt die nächsten 90 Minuten auf das Spiel in Mainz gegen Mainz und holt die 3 Punkte nach Dortmund. Und dann schauen wir, was die Woche drauf hat passiert. Ist jetzt nicht wichtig. Regeneriert euch, erholt euch. Kraft, bitte. Und dann wieder diese geile mannschaftliche Leistung. Danke, danke, danke. Es war so geil, es war so schön. Ich habe kaum noch Worte. Meine Stimme ist was weg, aber das gehört nun mal dazu. Ich wünsche euch alle noch ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf. Und am Sonntag, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen bei FanTV, dann heißt es die Vorberichterstattung FC Mainz 05 gegen Borussia Dortmund.
Ole, 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 nur der BVB. Ciao, ciao, ciao. Und jetzt nochmal Originalbilder aus der Kabine auf dem Platz von unseren Spielen. Lass sie feiern, lass sie feiern. Sie haben es mit dieses Jahr alles dafür getan, damit wir uns feiern und genießen können. Viel Spaß. Hey, let's go. Why they stay here, told the jury they trying to indict us all. The lawyers got them out for days, they better sign them all. Did shit to the same nigga who shot you. Gotta pick a Glock up, can't nut it no more. This shoe! The legend! It's Friday then, it's Saturday, Sunday, right? Vielen Dank an der Mannschaft, an Edin. Jetzt heißt es regenerieren, konzentrieren auf das nächste Spiel in Mainz gegen Mainz, damit wir die Saison richtig krönen können und uns direkt qualifizieren können für Champions League. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Nähe von FanTV. Ciao, ciao.